Hallo, ich bin Jana, Soziologin und bereite mich auf einen öffentlichen Vortrag über meine Forschung vor. Ich mache das zum ersten Mal und hole mir deshalb Feedback zur Präsentation von einer erfahrenen Kollegin. Hier, diese Bilder habe ich für die Präsentation rausgesucht. Schaust du sie dir mal an? Klar, gerne. Wir sollten aber zuerst über deine Kernbotschaft reden. Wie lang darf die sein und was muss da rein? Du erklärst zuerst dein Ergebnis und welches Problem du damit löst. Dann beschreibst du, wie du das angegangen bist. Und du ordnest die Ergebnisse ein, zum Beispiel, welche Vorteile oder Auswirkungen dein Ansatz hat. Und das am besten in 3 Sätzen. Wow, das ist aber wirklich knapp, um alle Informationen einzubauen. Stimmt, aber so kannst du in wenigen Worten sagen, was deine Forschung ausmacht und warum sie wichtig ist. Okay, und Fachbegriffe sollte ich dabei, wenn möglich, vermeiden, oder? Genau, Zahlen sind auch schwierig. Stattdessen lieber kurze Sätze machen und versuchen, Analogien oder Metaphern zu finden. Hast du Tipps, wie sowas gelingt? Ich ködere die Leute zuerst, mit einer Überraschung oder etwas Komischem. Erst dann bringe ich mehr Details. Wer sitzt bei dir eigentlich im Publikum? Studierende, aber auch Menschen, die mit Forschung nichts zu tun haben. Es hilft immer, Gemeinsamkeiten zu finden. Überlege dir, was sie von dem Abend erwarten, welches Vorwissen sie haben und wo es Verbindungen zu ihrem Alltag gibt. Und was willst du mit dem Vortrag erreichen? Ich will Menschen für mein Thema begeistern. Okay, dann zeig ihnen auch deine Begeisterung. Das steckt an und wirkt authentisch. Wenn du dir über Ziel, Zielgruppe und Thema im Klaren bist, kannst du deine Bilder sortieren. Super, danke. Können wir den Vortrag einmal zusammen üben? Klar, gerne. Cool, vielen Dank.